Aber wenn ich das Frühstück gemacht habe, bevor ich die Dinge abgeholt habe, dann ist es doch jetzt schon kalt und der Bacon schmeckt nicht mehr. Naja, vielleicht merkt das ja nicht. Hier, Karl, habe ich frisch für dich zubereitet. Gerade eben. Es steht auf keinen Fall schon länger. Hallöchen, herzlich willkommen zurück hier zu Folge Nummer 3 von Detroit Become Human in den wunderschönen, versifften Vororten von Detroit. Wir spielen hier immer noch die gute Kara und haben in der letzten Folge hier etwas herausgefunden über die Alice, die Tochter von unserem Besitzer, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, aber das kommt schon wieder. In dieser Box nämlich waren einige Zeichnungen von ihr und offensichtlich war sie verletzt. Ich habe das jetzt nochmal das kleine Stück spielen müssen. Das war auch ganz gut so, dass ich mir das nochmal angeguckt habe. Aber ich glaube, beim letzten Mal ist mir gar nicht richtig aufgefallen, dass das schwarzhaarige Mädchen ja Kara ist und nicht die Mutter. Sie war verletzt. Dann ist sie damit zu ihrem Vater gegangen, so habe ich es verstanden, und er hat uns dafür kurz und klein gehackt. Jetzt weiß ich nicht, ob wir sie verletzt haben oder ob sie es nur gesagt hat, um irgendwie sich zu schützen. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Es wirkte auf jeden Fall so, als hätte uns der Vater deswegen zu Klump gehauen, weil sie verletzt war. Aber sie schien danach auch traurig darüber gewesen zu sein, dass wir verletzt waren oder dass wir halt, nee, nicht, dass wir verletzt waren, sondern dass wir kaputt waren, dass wir defekt waren. Mal schauen, das finden wir auf jeden Fall noch raus. Ich gehe jetzt erstmal wieder runter, denn wir haben hier in der letzten Folge ja ordentlich die Butze geputzt und das war auch dringend nötig. Was machst du da? Ich spiele. Du spielst? Ich weiß, was du denkst. Du denkst, dein Dad ist ein Loser. Hm? Ein scheiß Loser. Kriegt keinen Job, sorgt nicht für seine Familie. Glaubst du, ich hätte nicht alles Mögliche versucht? Was ich auch mache, jemand kommt mir in die Quere und versaut mir alles! Ich weiß, was du von mir denkst. Du hasst mich. Du hasst mich, oder? Sag es! Du hasst mich! Gott, was mache ich denn? Tut mir leid, Süße. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich hab dich doll lieb, glaub mir. Hab dich ganz doll lieb. Okay, das hätten wir vielleicht sogar in der letzten Folge noch zu Ende bringen können. Ja, der hat einige Komplexe, der Vater. War das offensichtlich, sein Leben nicht auf die Reihe bekommen hat. Wobei, was heißt sein Leben nicht auf die Reihe bekommen? Ich glaube, in den USA ist es auch ungleich schwieriger oder ungleich einfacher, sozial abzurutschen, als vielleicht in den europäischen Ländern der Fall ist, weil da auch einfach das Sicherungsnetz fehlt und damit kommt er natürlich überhaupt nicht klar. Irgendwas muss ja auch mit der Frau passiert sein. So, okay, jetzt können wir aber wieder dieses wunderschöne Diagramm hier schauen. Wir haben es zu 75% abgeschlossen. Das finde ich gar nicht so schlecht für einen ersten Run. Wir sind zu Todd gegangen. Das haben wir richtig gemacht. Sehr geil. Wir haben echt viel verpasst. Aber wir haben Todd gestört. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Das ist das Wichtigste, haben wir gemacht. Wir haben das Geschirr abgewaschen, mit Alice gesprochen und Todd dabei gestört. Sehr gut. Alles andere haben wir einfach mal gelassen. Der kann doch mal selber was machen, der faule Sack. Der beschwert sich doch darüber, dass er keine Arbeit hat. Dann kann er doch sein Haus auf den Vordermann bringen. Ist ja auch Arbeit. Müll rausbringen, bitten, nach oben zu gehen. Ja, das ist alles Sachen, das sind Sachen da. Kann man nicht viel falsch machen. Aber holy shit, im zweiten Stock haben wir ja mal richtig ordentlich abgeräumt. Wir haben die Tabletten aufgeräumt, wir haben sogar die Waffe gesehen und Kara entdeckt einen Weg nach unten. Erinnere ich mich gerade gar nicht dran, aber okay, cool. Im zweiten Stock haben wir auf jeden Fall ordentlich was erreicht. Das ist super. Wir haben mit Alice gesprochen und wir haben den Schlüssel erhalten. Das ist offenbar auch optional und fertig geputzt haben wir auch. Cool. Also abgesehen davon, dass es unten wahrscheinlich immer noch wie im Saustall aussieht, weil wir da so ein bisschen grob drüber sind, aber das ist normal. Da sind wir gerade, wir sind ja gerade aus dem Werk zurückgekommen vom Reparieren. Wir mussten uns erstmal wieder ein bisschen eingrooven und das hat dann geklappt und hier oben waren wir dann wieder on the flow, in the flow, whatever. So.
Weiter geht's. Jetzt haben wir auch endlich mal seinen Namen hier erfahren. Der steht nämlich im Gegensatz zu Kara nicht hinten auf dem Rücken drauf. Der Gute heißt Marcus und das ist ja schon mal eine ganz andere Welt. Also das ist creepy. Aber das ist ja mal eine ganz, ganz andere Welt, in dem der Android hier lebt, als die von Kara. Und ist das... Bitte sag mir, dass das kein echtes Zebrafell ist. Nee, ne? Das ist bestimmt ein Fake-Zebra. Also sowas... Nicht mal ein Fake würde ich mir sowas in die Bude legen, aber gut. Oh, halt, was haben wir da? Wir sollen das Paket hier ablegen. Die Farben. So, damit ist unsere Aufgabe auch erfüllt. Lassen wir mal den Vogel raus, würde ich sagen. Who let the birds out? Oh, die sind aber gar nicht echt, oder? Ach, natürlich, das sind Androidenvögel. Nee, ne? Oh Gott, Tamagotchi 2.0. Ach, herrje. Okay, das hat mich kalt erwischt, damit habe ich nicht gerechnet. ich weiß gar nicht, haben wir jetzt... Was ist denn jetzt unsere Aufgabe? Kümmere dich um Carl. Wecke Carl im Obergeschoss. Wenn der noch schläft, nutze ich die Gelegenheit aber mal mich hier ein bisschen hoch. Alter, der hat eine Giraffe im Wohnzimmer. Nutze ich die Gelegenheit, mich mal hier ein bisschen umzuschauen. Und hier ist ein... Der hat echt eine weirde Obsession mit Tierfällen. Ich finde das ja immer ein bisschen verstörend. Also ich hoffe natürlich... Ich gehe jetzt einfach mal davon aus... dass es keine echten Fälle sind. In meinem jugendlichen Leichtsinn. Hoffentlich haben wir damit jetzt Carl nicht geweckt. Der hat eine Giraffe. Ich komme nicht drauf klar. Der hat eine Giraffe im Wohnzimmer. Ich meine... Das muss man sich mal vorstellen, ne? Das ist auch bestimmt eine außergewöhnliche Pickup-Line, die man da kreieren kann. Hey Baby, willst du mal die Giraffe im Wohnzimmer sehen? Silber gewinnt in 3 Zügen. Können wir das jetzt spielen? Ist natürlich nicht mit schwarzen und weißen Figuren, es ist mit goldenen und silbernen Figuren. Wie soll es auch anders sein? Ich kann hier allerdings gar nicht so genau ausmachen, was der Läufer ist oder was der Springer ist. Das sind echt... Dann lieber klassische Schachfiguren, da komme ich mit klar. Hier müssen wir auf jeden Fall nicht so viel sauber machen, wie es ausschaut, weil hier sieht es ja aus wie geleckt. Da kann man vom Fußboden essen. Oh, was haben wir denn hier? Ach, das ist sein... Was? Alter, das ist... Okay, das... What? Das ist ja ultra krass. Geil. Räumen wir hier mal ein bisschen auf, ich meine. Wie sieht denn das sonst aus? So kann doch keiner malen in diesem... Chaos kann man nicht kreativ sein. Ich hoffe einfach mal, wir kriegen dafür keinen auf den Deckel, weil das... Die Maler sind ja manchmal ein bisschen... Oder generell, die kreativen Menschen sind ja manchmal ein bisschen chaosorientiert. Und die brauchen das Chaos möglicherweise auch. Aber die Farbe am Boden erinnert mich gerade an Portal 2. Da konnte man auch schön mit den Gels spielen. Das war ein Spiel, was auch ziemlich geil war.
Dann sind die Bilder, die im Wohnzimmer standen, vermutlich auch alles Eigenkreationen gewesen. Und konnten wir nicht irgendwas hier... Irgendwo habe ich noch was gesehen oder habe ich mich da verguckt? Ich weiß es nicht, aber wir können ja mal hier unsere... Ah, da hinten ist noch was. Unsere Droid Vision einsetzen. Halt, da war's. Die Pinsel, die müssen eigentlich direkt sauber gemacht werden, sonst trocknet die ein. Also das müsste er als Maler eigentlich wissen. Oder, Plot-Twist, wir sind hier der Maler. Er hat sich das Kunstpackage gekauft. Und eigentlich ist es einfach ein total abgestumpfter... Was ist das für eine Glotze? Oh, wir haben wieder was zum Lesen. Sehr schön. Tiefgefrorene Schätze, der Nordpol, wieso Russland ihn will. Russlands Interesse am Nordpol hat sich nach der Entdeckung von kostbaren Mineralien, die tief im Eis verborgen sind, noch verstärkt. Viele werden bei der Synthetisierung von Thirium benötigt. Die Produktion von Androiden dominiert zunehmend die Wirtschaft der USA und Russlands, doch hier geht es nicht nur um das BIP, das Bruttoinlandsprodukt. Zusätzliche Thirium-Reserven würden beiden Nationen erlauben, moderne Androiden-Modelle zu testen und ihre militärische und industrielle Produktion zu steigern. Fügt man auch die strategische Bedeutung der Region hinzu, die Russland über Norwegen und Dänemark, Grönland mit Europa und Kanada verbindet, dann rücken die Aussichten auf eine friedliche Lösung des Konflikts in weite Ferne. Aber ein Sprecher der NATO ist optimistischer. Beide Nationen profitieren von einer stabilen, produktiven Arktisregion. Ein Konflikt nützt niemandem etwas. Präsidentin Warren hat diese Auffassung kürzlich torpediert. Es ist ganz einfach. Russland hat in der Arktis nichts zu suchen. Wenn der Kreml das nicht versteht, sorgen wir dafür, dass er es versteht. Ja gut, ne? Damals wusste man noch nicht, dass der Konflikt zwischen Russland und der NATO gar nicht unbedingt um die Arktis geht und auch gar nicht unbedingt bis 2038 warten muss. Leben auf dem Titan gefunden. Das ist, glaube ich, ein Jupitermond. Faszinierend. Immer mehr Hinweise auf außerirdisches Leben. Die Darwin-Sonde, die vor 19 Jahren zur Methaneisoberfläche des Titan aufgebrochen ist, hat die Anwesenheit von Mikroorganismen bestätigt, die hunderte von Kilometern unter der Oberfläche in einem Salzwasserozean leben, der von einer dicken Eisschicht geschützt wird. Nachdem auf den Enchiladas, einem weiteren Satelliten des Saturn, ähnliche Materie gefunden wurde, erscheint es möglich, dass Leben im Universum vorhanden ist. Aber hat man das nicht auch schon auf dem Mars gefunden? Also extraterrestrisches Leben in Form von Mikroorganismen? Ich dachte, das ist also gar nicht so neu. Ein NASA-Sprecher antwortete auf diesen jüngsten in einer Reihe von Beweisen für Leben auf anderen Planeten. Unsere Androiden-Expedition zu Io ist eine unter vielen Reisen mit dem primären Ziel, extraterrestrische Lebensformen zu entdecken. Jason Kraff, Leiter der Humanisierung bei CyberLife, betonte, wie wichtig dem Unternehmen die Partnerschaft mit der NASA sei. Unsere raumfahrenden Androiden wurden für Langstreckenmissionen dieser Art entwickelt. Und wir sind stolz, dass unsere Modelle Wegbereiter der menschlichen Forschung sind. Aber das finde ich ja tatsächlich mal einen gar nicht so dummen Einsatzzweck der Androiden. Denn gerade lange Weltraumreisen sind ja so ein Ding, was Menschen wahrscheinlich nicht machen können. Zumindest nicht mit den gegenwärtigen Möglichkeiten. Einfach weil es zu lange dauert. Gut, na, man muss den Androiden irgendwie mit Strom versorgen, aber vielleicht kriegt man das ja irgendwie über Solarmodule gelöst. Ich weiß es nicht. Einen eigenen Kernreaktor, einen Kernfusionsreaktor im Raumschiff. So, aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir uns im Erdgeschoss alles angeschaut haben. Dann gehen wir mal hoch zu Carl und wecken den Guten. Ist das ein Treppenlift? Dann ist unser guter Carl vermutlich schon ein bisschen älter. Und es wirkt nicht so, als wäre er ein begnadeter Künstler, oder wir. Sondern es wirkt tatsächlich auch so, als würde er einige kostbare Schätze sammeln. Denn wenn ich mir hier die Preisregion dieses Gebäudes so anschaue, oder diese Inneneinrichtung, würde es mich nicht wundern, wenn das hier alles echt ist. Ganz schön duster hier drin. Karl! Karl! Zieh die Vorhänge auf, machen wir. Ne, wobei... Gab es da draußen noch was zu sehen? Da liegt doch gar niemand, oder? Egal, wir ziehen dann gleich die Vorhänge auf. Wir kommen nicht mehr raus, wir sind gefangen. Okay, gut, dann ziehen wir halt doch die Vorhänge auf.
Ja, da liegt ja doch einer. Guten Morgen, Karl. Guten Morgen. Es ist 10 Uhr. Es ist leicht bewölkt, 12 Grad Celsius. 80% Luftfeuchtigkeit mit hoher Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag. Klingt nach einem guten Tag, um im Bett zu bleiben. Ich habe die bestellte Farbe abgeholt. Oh ja, ganz vergessen. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, nicht wahr, Marcus? Du vergisst nie irgendwas. Ja, so einen Bot brauche ich vielleicht auch. Wir sollen die Medikamente verabreichen. Wo sind die denn? Ach, da drüben. Sogar eine ganze Reihe davon. So, Karl. Zeigen Sie mir Ihren Arm bitte, Karl. Nein. Karl? Dankeschön. Ich bin gerade erst aufgewacht und schon wird es unangenehm. Tja, so ist das im Alter. Was? Menschen sind so schwache Maschinen. Sie gehen viel zu schnell kaputt. All die Mühe, um sie zu erhalten. Hey, was ist mit dir passiert? Oh, es ist nichts. Nur ein paar Demonstranten auf der Straße, Karl. Was für ein Haufen Idioten. Glauben die wirklich, es hält den Fortschritt auf, wenn sie Androiden verprügeln? Ich hoffe, du bist nicht verletzt. Oh nein, nein. Sie haben mich nur geschubst, Karl. Mir geht's gut. Okay. Woran hat er das denn erkannt? Ich bringe sie jetzt ins Badezimmer. Ich finde es übrigens, wahrscheinlich an unserem zerrupften Oberteil. Interessantes Detail, dass er gesagt hat oder gefragt hat, ob wir verletzt sind und nicht, ob wir kaputt sind. Ja, das ist auch nochmal was ganz anderes. Also vom Wording her, es erscheint nur wie ein kleiner Unterschied, aber vom Wording her ist das ein großer Unterschied, ob man fragt, ob man kaputt gegangen ist oder ob man verletzt ist. Deutet also auch darauf hin, dass Karl in... Nimm das weg! Junge, Junge. Hast echt einen ziemlich eigenartigen Geschmack, Karl. Krieg ich Albträume von. Nee, aber er scheint uns tatsächlich auch eher als Mensch plus plus zu sehen, denn als Technikmaschine. Liegt heute eigentlich irgendwas Besonderes an? Ja, die Eröffnung ihrer Retrospektive im Museum für moderne Kunst. Der Direktor hat schon 4-mal angerufen und möchte wissen, ob Sie kommen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Das werden wir dann später sehen. Okay. Was noch? Nur die übliche Fanpost. Ist schon beantwortet. Irgendwas von Leo? Nein, Karl. Soll ich ihn für Sie anrufen? Nein. Nein, lass gut sein. Ich vermute mal, dass Leo der Sohn ist. So, ich habe ihm jetzt hier eine Runde gedreht. Mal gucken. Ich wollte halt wissen, ob es da irgendwas gibt. Und jetzt hieven wir das Ding mal in den Treppenlift hier. Also, den Menschen, nicht das Ding. Ich meinte den Rollstuhl natürlich. Ich bin schneller! Holy shit, bin ich nicht! What? Natürlich, er hat sich das Highspeed-Modell gekauft. Da sind deine Farben, Karl. Wo sollen wir eigentlich mit ihm hin? Zum Esstisch. Zum Esstisch. Was ist der Esstisch? Hey, da ist der Esstisch. Hunger. Ihr Frühstück ist fertig. Speck und Eier, so wie Sie sie mögen. Danke, Marcus. Gern geschehen. Serviere das Frühstück. Ah, in der Küche waren wir vorher nicht. Da haben wir bestimmt irgendwas übersehen. Natürlich hat die Küche auch einen Kamin. Wäre ja auch Quatsch. Also, wenn man einen gemütlichen Fernsehabend in der Küche verbringen will, braucht man auch einen Kamin dazu, ne? So, wo sind denn die Eier? Und ach, hier.
Aber wenn ich das Frühstück gemacht habe, bevor ich die Dinge abgeholt habe, dann ist es doch jetzt schon kalt und der Bacon schmeckt nicht mehr. Naja, vielleicht merkt das ja nicht. Hier, Karl, habe ich frisch für dich zubereitet. Gerade eben. Steht auf keinen Fall schon länger. Schmecken lassen. Danke, Markus. Oh, es brustelt ja wirklich noch. Fernseher. Glück gehabt. Warum suchst du dir nicht was zu tun, während ich frühstücke? Hm, klar. Hm? Okay, Karl. Hm. Dein Gegner kehrte letzte Nacht der amerikanische Botschafter auf einer Krisensitzung der Vereinten Nationen erneut, dass die Vereinigten Staaten diese Annektierung unter keinen Umständen hinnehmen werden. Zahlreiche amerikanische Zerstörer sind bereits auf dem Weg in die Barentssee. Douglas Cornwall, der UN-Generalsekretär, warnte auf einer Pressekonferenz eindringlich vor einem drohenden, verheerenden Dritten Weltkrieg. Er ermahnte Russland und die Vereinigten Staaten, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, bevor der Konflikt eskaliert. Klingt irgendwie schockierend vertraut, wenn man das jetzt mal so... das jetzt mal so hört. Nur halt nicht mehr der Arktis. So, das haben wir uns eigentlich schon reingezogen. Komm, wir spielen ihn mal ein bisschen. Lies ein Buch. Ach, können ein Buch lesen? Nee, ich spiele lieber Musik. So, wir hauen jetzt mal hier einen Mozart in die Tasten, würde ich sagen. Was spielen wir da? Rätselhaft. Wir spielen rätselhaft. Wir sind ein Mysterium. Ja, das klingt rätselhaft. Ist jedenfalls kein schnelles Stück. Oder muss ich hier weitermachen? Ach, ich muss weitermachen. Da kann man richtig schnell spielen. Aber es ist cool, dass man hier die Geschwindigkeit selber kontrollieren kann, ne? Und war geil. Dein Klavierspiel hat sich verändert. Manchmal glaube ich, du bist menschlicher als die meisten Menschen. Eines Tages werde ich nicht mehr für dich da sein können. Du musst dich selbst beschützen. Und selbst entscheiden, wer du sein möchtest. Und werden willst. Diese Welt mag niemanden, der anders ist, Marcus. Lass dir von keinem sagen, wer du sein sollst. Gehen wir ins Studio. Sag mir nicht, wer ich sein soll! Aber okay. Der hat auf jeden Fall seine Wahl getroffen, wie er die Androiden betrachtet. Und ja, ich muss ihm recht geben. In der Form, wie wir es hier im Spiel sehen, sind die Androiden auch zweifellos sehr, sehr, sehr menschlich. Oh, ich dachte kurz, das wäre eine Pizza. Hä, wie krass ist das denn? Wo waren wir stehen geblieben? Zieh das Laken weg. Ja.
Natürlich. Wow. Also der macht keine halben Sachen, der Kollege hier. So, ich gehe mal ein bisschen rum, ne? Weil du sollst mir ja nicht sagen. Ich soll mir nicht sagen lassen, wer ich sein soll. Aber definitiv ist er der Künstler, nicht wir. Ich glaube, das können wir jetzt schon mal festhalten. Aber er hat auch eine interessante Frage aufgeworfen. Was passiert mit Androiden, wenn der Besitzer stirbt oder... Ja gut, es werden wahrscheinlich entweder vererbt oder... Man muss halt ein Testament machen, ne? Letztendlich sind sie ja ein Gegenstand. Wenn man so will. Juristisch gesehen. Also, was hältst du davon, Marcus? Ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen düster. Ich bin da kein Experte, aber es ist nicht ihr bestes Werk. Die Wahrheit ist, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Jeder Tag, der vergeht, bringt mich näher an mein Ende. Ich bin ein alter Mann, der sich an den Pinsel klammert. Karl. Aber genug von mir. Lass mal sehen, ob du Talent hast. Oh, geil. Versuch es mal. Versuch, was zu malen. Malen? Aber was soll ich malen? Einfach irgendwas. Versuch's einfach. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass er mit uns die Erbschaft klären möchte. Finde ein Motiv zum Malen. Eine Statue malen, den Tisch. Also den Tisch finde ich gerade wesentlich besser als... Karls Bild malen wäre natürlich Quatsch. Wenn wir gesagt haben, wir finden es nicht geil, dann malen wir es ab. Nee, wir malen den Tisch. Ich finde, der hat... Der versprüht sowas wie Lebensfreude mit seiner bunten Erscheinung. Okay, nicht eine schlecht. Perfekte Kopie der Realität. Doch beim Malen geht es nicht um das Kopieren der Welt, es geht um Interpretation, Verbesserungen, deine eigenen Sichtweisen. Karl, ich glaube, das kann ich nicht, das steht nicht in meinem Programm. Na los, mach schon. Geh an die Leinwand. Tu mir einen Gefallen. Schließ die Augen. Schließ die Augen. Vertrau mir. Stell dir etwas vor, das nicht existiert. Etwas Unbekanntes. Jetzt konzentrier dich. Auf das, was du jetzt fühlst. Und führe deine Hand unbefangen über die Leinwand. Na, jetzt bin ich gespannt. Wir zeichnen Identität, vor allem. Puh, das ist ja eine tolle Auswahl. Wir malen Zweifel, weil ich wissen will, wie Zweifel aussehen. Interessant. Oh, wer ist das denn? Hey, Dad. Leo. Hab dich nicht kommen hören. Ah, ich war in der Gegend. Dachte, ich schau mal rein.
Wurde auch Zeit, nicht? Geht es dir gut? Du siehst nicht so aus. Oh ja, ja, alles klar. Hör mal, ich brauche Kohle, Dad. Schon wieder? Was ist denn mit dem Geld von neulich passiert? Naja, es ist halt weg, weißt du? Ja. Du bist wieder drauf, nicht wahr? Nein. Nein, nein, das ist es echt nicht. Ja, lüg mich nicht an, Leo. Was macht das für einen Unterschied? Ich brauche Geld, das ist alles. Tut mir leid. Die Antwort ist nein. Was? Warum? Du weißt warum. Ja, ja, ich weiß warum. Dir liegt mehr an deinem Plastikspielzeug als an deinem Sohn, hä? Sag schon, Dad, hä? Was macht ihn besser als mich? Ist er klüger? Oder folgsamer? Nicht so wie ich, hä? Aber weißt du was? Das Ding ist nicht dein Sohn. Nur eine Scheißmaschine! Leo, das reicht jetzt! Es reicht! Dir liegt nur was an dir selbst und deinen Scheißbildern. Du hast nie jemanden geliebt. Du hast mich nie geliebt, Dad. Du hast mich nie geliebt. Harte Worte. Vom eigenen Sohnemann. Es ist natürlich jetzt leicht zu urteilen über den Sohn, der da offensichtlich unter Drogen ankommt und nur des Geldes wegen da ist. Aber die Frage ist, wenn er wirklich von seinem Vater nie Zuneigung erfahren hat, ist es möglicherweise nicht auch ein bisschen die Ursache dafür? Schwer zu sagen. Aber den Eindruck habe ich tatsächlich auch, dass Karl mehr an seinem Androiden liegt als an seinem eigenen Sohn und er mich, also uns als Androiden versucht, als Nachfolger oder beziehungsweise als Ersatz für seinen Sohn zu etablieren. Das ist natürlich auch nicht unbedingt gesund, ne? So, wir haben das Paket abgelegt, haben die Vögel aktiviert, den Nordpol Russland gelesen. Okay, also diesmal war es genau umgedreht. Am Anfang waren wir richtig on fire. Wir haben es alles geschafft. Okay, aber bei Klavierspielen konnte man, glaube ich, nur eine Sache machen. Also ich konnte nicht ein Buch lesen, Klavier spielen und was auch immer das dritte war. Deswegen haben wir da zumindest nichts falsch gemacht. Aber das Stück ist linearer, als ich dachte tatsächlich, wo man die Auswahl hat, welches Bild man malt. Aber stimmt, man hat natürlich nur eine Kopie anfertigen können. Also es sieht schlechter aus, als es letztendlich ist, weil die Entscheidung, die wir hier getroffen haben oder die wir hier hätten treffen können, die waren ja nicht so, dass wir was verpasst hätten. Das waren halt einfach Entscheidungszweige, wo wir uns für eins entscheiden mussten, nicht wie bei dem anderen. Wie dem auch sei, interessant, interessant. Also wir haben hier die Geschichte von zwei Androiden, die wir nachverfolgen oder die wir nachspielen, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Wir haben die gute Kara, die in einem eher ärmlichen Haushalt lebt und tatsächlich auch als einfach nur Gegenstand und Maschine und Hilfsmittel betrachtet wird. Und wir haben im krassen Gegensatz dazu den überaus wohlhabenden Karl, der sich den Marcus angeschafft hat und offensichtlich versucht, damit seinen Sohn irgendwie zu ersetzen oder beziehungsweise sich selbst den Sohn zu schaffen, den er vielleicht nie hatte oder von dem er gewollt hätte, dass er es wird. Auf jeden Fall zwei sehr, sehr interessante, unterschiedliche Geschichten. Ich bin gespannt, wie diese Erzählstränge letztendlich zusammengeführt werden. Das ist ja, davon gehe ich jetzt mal aus. Aber, wenn ich so auf die Uhr gucke, finden wir das nicht mehr heute raus. Denn ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, um die Folge hier ein wenig einzutüten, zu sagen, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Wir haben viel erlebt, viele Entscheidungen getroffen, viele interessante Dinge erfahren und damit soll es dann auch in der nächsten Woche weitergehen. Wir wünschen, nicht wir, sondern ich wünsche euch bis dahin eine fantastische Woche. Lasst mir gern ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert gern eure Meinung dazu. Es ist ja ein sehr kontroverses Thema, ein sehr auch aktuelles Thema. Würde mich da sehr darüber freuen, wenn wir da ein bisschen drüber ins Gespräch kommen könnten. Also hackt gern eure Meinung dazu in die Tasten. Mich würde es interessieren. Ansonsten, wie gesagt, ich wünsche euch eine fantastische Woche. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, habt eine tolle Zeit und haut rein.